bin ich? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo bin ich? Hallo, das ist doch ein schlechter Traum. Das ist ein schlechter Traum, mit Sicherheit. Meine Decke. Was ist denn hier los? Warum steht die Lampe hier? Die habe ich doch in der Garage. Das kann nur ein schlechter Traum sein. Oh Mensch, ist das. Warum ist das Bett so hart? Hallo? Was stimmt hier nicht? Schon wieder meine Lampe? Die steht doch in der Garage. Das. Hallo? Das war wieder ein schlechter Traum. Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, so könnte es vielleicht irgendwann mal aussehen. Zumindest wollen wir es nicht hoffen, aber teilweise träumt man schon von der Garage mit den ganzen Roller, die hier ringsrum stehen. Und ich wollte euch nur mal zeigen, wie könnte es vielleicht bei mir irgendwann enden, dass ich auf meiner eigenen Bühne schlafen muss. In dem Sinne, wie gesagt, herzlich willkommen. Und wir fangen jetzt mit einem Video an. Mit einem Roller, den ihr vor ein paar Tagen gesehen habt. Lasst euch überraschen, womit es weitergeht. Aber zuerst muss ich hier erstmal etwas Ordnung machen. Oh, hier mein Polster für den Kopf. Das kann runter. Meine Decke, ich hoffe, ich werde sie niemals hier brauchen. Ja, und jetzt heißt es einmal Ordnung schaffen, dass unser Kandidat auf die Bühne drauf kann. Das würde heißen, der Nächste bitte auf die Bühne. Und wer ist der Nächste? Natürlich unser kleines Sorgenkind. Der Peugeot Elysio 50, wo der Motor ja irgendwie so ein bisschen verrückt spielt. Aber da kann ich euch beruhigen, da ist schon was am Laufen, sage ich soweit, nicht mehr. Jetzt geht es natürlich weiter. Verkleidung runter, die hier sowieso nicht ordentlich und sauber sitzt, die muss runter, weil heute heißt es Kabel legen und auch löten. Fangen wir an mit der Verkleidung. Hier fehlt schon mal die obere Schraube. Ich gucke mal unten. Unten ist noch der schöne Einsatz drin. Und zwar, da könnt ihr eure Goldbarren reintun, eure Sonnenbrille oder vielleicht auch euer Spritgeld. Ja, oder sonst irgendwelche anderen Sachen sozusagen. Dahinter verbirgt sich normalerweise eine Schraube, die sogar hier vorhanden ist. Also, ich löse erstmal diese Schrauben. Oben den Windschutz muss ich natürlich auch noch lösen. Den machen wir natürlich gleich los. So, wenn ich meine Schraube raus habe, dann gehe ich auf die andere Seite und dann lösen wir aber gleich den Windschutz. Das heißt, wir nehmen jetzt hier diese untere Schraube auch raus. Dann brauchen wir nachher nur noch oben lösen. Und oben sehe ich schon, oben ist auch eine falsche Schraube drin. Ja,
Das ist manchmal so. Warum auch immer, warum diese Schrauben immer nicht mehr existieren. Ich versuche jetzt die Schraube mal rauszubekommen. Das ist gar nicht so einfach. Da hole ich mal meine Spitzzange dazu. Und somit haben wir auch diese Schraube. Hier oben, wie gesagt, sitzt eine falsche. Hier sitzt gar keine. Ja, schade, schade, schade. Gut, das kommt natürlich dann auch zu unserer Sammlung oder Schraubensammlung von den ganzen Roller sozusagen. Gut, jetzt vorne abbauen. Wenigstens hier vorne scheinen die Originalschrauben drin zu sein. Das sieht zumindest ganz gut danach aus. Ja, das sind sie. Also, runter damit, dass wir den Windfang hier auf unser Windschild abnehmen können. Somit haben wir auch schon mal den Ring von der, oder der als Verkleidung dient, schon mal ab. So, das heißt, ab damit. So, da hier auch eine falsche Schraube drin ist, nehmen wir diese hier mal raus. Naja, zumindest ist es eine Schraube, die von der Größe hier reinpasst. Das ist schon mal viel, viel wert. Jetzt heißt es nur noch rausbekommen. Ja, das ist die Schraube, die falsch ist, Kreuzschlitz. Da gehört eine Vielzahn rein. Also, die Front runter. Hier ist unsere Front und die ziehen wir jetzt einfach nach vorne weg. Gucken uns das mal alles an. Das hier sieht recht gut aus. Ja, hat schon ein bisschen gelitten. Hier diese Nasen, die hier an der Seite sind, die haben schon gelitten. Auf der anderen Seite fehlen auch schon ein paar, wie hier aber auch. Gut, aber das ist nicht so schlimm, weil es greift trotzdem noch ganz gut rein. Aber der sieht ja vielleicht ein bisschen mistig aus von innen. Naja, was will man machen? Den Lenker kann ich wieder gerade machen. Das Cockpit, dass ich ein bisschen mehr Licht bekomme. Ja, oder was heißt Licht, aber dass ich ein bisschen hier mehr sehen kann, weil hier oben müssen wir dran, hier in dieser Richtung. Das würde jetzt bedeuten, theoretisch kann ich das auch so ein bisschen rüberziehen und muss hier dran, da sehe ich wenigstens von oben was. Das heißt, hier, das Teil ziehe ich ab und ziehe nach Möglichkeit an den Stecker, der hier oben drin sitzt. Da möchte ich ran. Oh, man gut, dass ich da rangehe. Hier ist nämlich schon oxidiert. Hier kann man schön sehen, dass das schon ganz schön, ja, in dem Moment angegriffen ist, zu oxidieren. Das würde jetzt bedeuten, das mache ich natürlich sauber, bevor ich den Stecker wieder einsetze. Aber um diesen Stecker geht es hier gerade. Das würde heißen, der eine oder andere kommt bestimmt drauf. Ich mache das mal so mit dem Stecker. Der eine oder andere wird drauf kommen, weil an einen von diesen beiden Steckern werde ich drangehen. Also, was nutze ich dafür? Isoliertes Kabel. Zweiadrig, also mit zwei Adern drin. Was nutze ich noch? Zweimal mein Adapter, die direkt da jetzt auch drankommen an das schwarze Kabel. Dann kommen nochmal zwei davon als Gegenpart. Das heißt, Gegenpart, Moment, ich habe das Falsche. Gegenpart ist das hier. Das heißt dann, das kommt jo, so rum. So dann da rein. Zack, auseinander. Davon
zwei solche, also zwei männliche, zwei weibliche sozusagen. Was brauchen wir noch? Schrumpfschlauch an der Zahl. Schrumpfschlauch, dass wir das vernünftig isolieren können. Und mein super Richard und Monika Gerät kommt zum Einsatz. Ich mache das mal lieber so, ich nehme das mal lieber raus und halt mal die Hand davor. So brauche ich keine Werbung machen. Auf jeden Fall, Richard, Monika, Lötkolben kommt zum Einsatz. Freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall, jetzt geht es los. Was man dazu braucht, ist auf jeden Fall ein gutes Cuttermesser. Ich suche mir jetzt die Position, wo ich am besten von abgehe und schneide mit meinem Cuttermesser hier meine erste Schicht nur ab. Vorsicht, dass ihr nicht nach Möglichkeit eine Ader trefft, weil das wäre nicht so gut. Also vorsichtig abisolieren das schwarze Kabel davon und wenn es dann freigelegt ist, dann kann man schön drumherum löten. Man sieht das jetzt natürlich nicht, weil ich meine Hand davor habe, aber es lässt sich gerade nicht anders machen. So, schön vorsichtig. Ja, wenn das dann soweit schön abisoliert ist, ohne nach, wie gesagt, nach Möglichkeit was durchzuschneiden, dann können wir da schon mal löten. Ich zeige euch das nochmal. Und zwar habe ich hier schon angefangen mit, ich dachte eben, das Summgeräusch kommt von mir, aber es kommt von woanders, freigelegt, so dass wir das jetzt löten und da gehen wir dann mit unseren Abzweigungen dran. Jetzt heißt es natürlich, ich muss diese Kabel auch noch abisolieren. Hier ist meine Abisolierzange. Ich setze hier meine Kabel sauber an und zack, schon habe ich meine Kabel frei. Das können wir jetzt nochmal machen. Und zwar habe ich hier mein anderes Kabel. Ja, es hängt hier mal ein bisschen fest, wenn man das macht. So, habe hier mein anderes Kabel, nehme es wieder da dran und zack, wieder zwei Strippen frei. Und das Ganze verrödel ich jetzt zusammen mit dem Teil hier. Das würde jetzt heißen, zweimal schwarz, verrödel ich jetzt sofort, bevor ich dann mit den Lötkolben dran gehe. Das heißt, wenn der Lötkolben warm genug ist, wird das komplett verlötet. Da ich ja jetzt durch diesen Lötkolben beide Hände frei habe, kann ich hier mein Kabel vorbereiten. Warum tropft das jetzt? Weil ich habe, oder ich muss das Lötzinn zweiteilen sozusagen und von daher, ja, ist jetzt ein bisschen mehr Lötzinn da, aber das macht nichts, ist nichts passiert, alles gut, das ist fertig. Hier ist mein Lötkolben und ich kann jetzt auch diese Kabel vorbereiten, das heißt Lötzinn drauf und schön sauber verteilen. Das ist eine richtig schöne Sache, muss ich wirklich sagen. Wenn ein Tropfen daneben geht, ist nicht ganz so schlimm. Lieber ein Tropfen daneben als zu wenig drauf. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Was ich jetzt noch mal brauche, ist ein schwarzes Kabel. Das heißt, auch abziehen, weil hier an diesem Kabel das rote ist jetzt mein Plus und das schwarze ist dann mein Minus. Und ich muss ja auch noch ein Minuskabel anbringen,
dass ich überhaupt sauber irgendwo an Masse dran kann. Ich knipse das hier nochmal ein bisschen ab. Und das muss jetzt ebenfalls auch verlötet werden. Das heißt, ich lege hier mein Kabel hin, lege meine Zange drauf, dass es hier nicht weg kann und muss natürlich dazu den Lötkolben nochmal anschmeißen. Das heißt, jetzt ist er rot und wenn das Lämpchen sich verändert in grün, dann ist er einsatzbereit. Das dauert einen ganz kleinen Moment und dann geht es auf jeden Fall schon wieder weiter. Lötkolben zeigt grünes Licht an. Das würde jetzt heißen, wir ummanteln das Kabel schön mit unseren Lötzinn. Ich gucke noch mal die andere Seite. Ja, da kann noch ein bisschen drauf. Und schon sieht das richtig super aus. Hier ist mein Stecker, mein Kabel. Habt ihr ja schon gesehen, das habe ich etwas angeschrägt. Das würde jetzt bedeuten, noch ein bisschen mehr. So, das würde jetzt bedeuten, wir können es hier ansetzen. Dazu nehme ich trotzdem noch mal ein bisschen Lötzinn, wenn es nicht gerade runterrutscht. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber möglich ist nun mal alles. Also nochmal dasselbe. Kabel. Hier ist mein Stecker. Und jetzt bringen wir das richtig schön zusammen. Das isoliere ich mit Karosserie-Isolierband ab. Da sitzt mein Stecker drauf, also meine zugehörigen Stecker. Hier ist nochmal Schrumpfschlauch drauf. Den ziehe ich dann separat nochmal, dass die Kabel nicht so auseinander gehen. Deshalb ziehe ich das dann separat nochmal gegen. Da ich ja jetzt hier gelötet habe und nichts anderes machen kann, außer Isolierband drumherum zu ziehen, ziehe ich jetzt hier nochmal sauber Isolierband drumherum. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich hier am besten hinkomme, weil es soll ja auch recht ordentlich aussehen. Das heißt, ich ziehe das mir hier alles ein bisschen ran und schließe das ja mit dem Isolierband dann sozusagen ab. Das heißt hier nochmal drumherum, dass das auch wirklich gut gesichert ist. Da seht ihr wahrscheinlich nicht ganz so viel von, weil das hier sehr, sehr eng ist und ich die Kamera leider nicht anders aufstellen kann. Das würde bedeuten, aber das seht ihr gleich zum Schluss dann, wie das zuletzt dann aussieht. So, das sollte schon reichen. Also habe ich hier noch ein bisschen Überfluss. Auf jeden Fall sieht das dann so aus, dass das hier sauber abisoliert ist. Hier ist meine Masse und die würde ich jetzt auch hier dran ziehen. Das heißt, warm machen und schön sauber verlöten. Da kann ich allerdings einen Schrumpfschlauch drüber ziehen. Da das nur der Masse dient, habe ich mich hier für einen blauen Schrumpfschlauch entschlossen. Gucke mal, so sollte er sitzen und jetzt einmal nur gegenziehen, dann ist das hier ja schon mal geschützt. Und somit kann ich jetzt auch hier meinen Schrumpfschlauch trotzdem rüberziehen und alles so ein bisschen zusammenziehen. Dann ist das ja so ein bisschen geschlossen alles. Ist gar nicht so einfach, aber irgendwie geht's doch. Ja, das sollte schon reichen. Weil wenn ich den Stecker jetzt wieder aufsetze, dann habe ich meine Kabel nämlich hier. Andersrum wäre jetzt schlechter gewesen, aber so ist das total in Ordnung. Also, der Stecker sitzt oben schon wieder. Hier laufen meine Kabel raus und hier
ist nun auch mein Masseband. Was ich aber jetzt noch nicht anschließen werde, das werde ich dann zuletzt mitmachen. Jetzt soll es heißen, ich habe meine anderen Kabel hier schon mal vorbereitet und jetzt habe ich mein Lötzinn zu weit gezogen eben. Nehmen wir mal ein bisschen zurück und nochmal dasselbe. Jetzt, wir stellen ihn doch mal ein bisschen wärmer ein. Jetzt kann ich auf jeden Fall hier mein Lötzinn schön auftragen. Na, das sieht doch gut aus. Nächste. Also ich bin so begeistert von diesem Ding. Das ist so genial. Echt, kann ich nur weiterempfehlen. Hier. Zack. Schon passiert, schon drauf. Geht ein Tropfen daneben. Soll es nicht so schlimm sein. Aber das ist so genial. Da bin ich echt glücklich drüber. Jetzt ist ein Tropfen daneben, aber es ist schon mal vorgelötet. Das ist wichtig. Also hier zum Beispiel kann ich auch nochmal lang ziehen. Und hier, zuletzt kommt ja eh noch mehr drauf. Jetzt brauche ich ja von meinem isolierten Kabel, brauche ich ja auch die einzelnen isolierten, also Fasern sozusagen. Dazu nehme ich mir ein Cuttermesser, ziehe das hier vorsichtig rum, so dass ich nicht durchschneide und in das andere Kabel reinkomme. Dann biege ich es einfach einmal so rum und ziehe mein Stück ab. So habe ich das ruckzuck abisoliert und jetzt brauche ich nur noch mal wieder die gleiche Länge, das heißt einmal und zweimal vorbereitet löten. Mein vorbereitetes Kabel, das würde jetzt heißen, ich muss mal so hin, das kann ich jetzt auch schon mal vorlöten, das heißt, ich löte es schon mal vor, so dass ich jetzt dann auch gleich mein Adapter dran bringen kann. Das heißt, ich muss ja irgendwie vorne an meinen Adapter dran und dazu nehmen wir jetzt die Verjüngung. Also, das würde jetzt heißen, zum Beispiel, schwarz auf schwarz und rot auf grau. Das muss ich mir allerdings dann auch merken, weil das Grau ist dann mein Plus und das Schwarz ist mein Minus. Das würde jetzt heißen, ich kann meinen ersten Verbinder anbringen. Zack, fast. Und dass ich natürlich mit dem Kabel auch ausreichend Weg und ja, Material hier vorne habe, nehme ich mir einfach einen Kabelbinder, ziehe den eigentlich hier drumherum. Ich ziehe am besten erstmal drumherum und halte ihn fest. So, das würde jetzt bedeuten, hier von dem abisolierten Kabel, wenn das mal so funktionieren würde, nehmen wir jetzt ein Stück. Na, das geht doch. Jetzt zum Beispiel. Nehmen wir hier ein Stück und ziehen ja sowas wie eine kleine Schlaufe hier rein, dass so ein bisschen Kabel immer zur Verfügung ist. Jetzt kann ich das erstmal festmachen, dass ich dieses jetzt nicht hinterher ziehe, wenn ich das hier unten durchführe.
Da habe ich ja schon ein Rabband. Das würde bedeuten, ich ziehe hier auch noch mal ein Rabband dran. Alleine schon, dass das auch wirklich so weit ordentlich liegt, das Kabel, und nicht irgendwo ja großartig hinrutschen kann. Das würde bedeuten, ich habe hier noch welches liegen. Lieber eins mehr als zu wenig. Also von daher ruhig ein mehr, ein Rabband, und auch das sollte passen. Ich nehme das mal andersrum, dann sehe ich mehr. So. So kann sich hier auch nichts mehr wegziehen. Und jetzt befestige ich es hier nochmal und gehe jetzt mit meinem Kabel unter den Roller weiter lang. Das heißt, ich habe das aber schon vorbereitet, also schon mal nach unten gezogen. Und jetzt kommt hier noch ein Rabband hin. So kann ich dann schön sauber nach unten verlaufen. Eine Überbleibsel davon kneife ich gleich ab. Und so habe ich das dann auf jeden Fall sauber. So, das kann ab. Hier unten ist auch noch eins. Und das ist das Haltekabel, was dann für unten ja da ist. Aber wie gesagt, unten geht es weiter. Ich habe den Schutz, habe ich schon abgeschraubt unten. Also, ich dachte eben, ich stehe in falschen Film. Guckt euch das mal an. Hier irgendwelche Folie drumherum gemacht. Hier hängt ein Stecker dran. Einfach so mit Folie zusammengeknotet. Hier an der CDI selbst war schon jemand dran. Das heißt, hier alles mit Klemmleisten hier, also Klemmschuhen dran gemacht. Oh Gott. Naja, dann weiß ich ja, was ich als nächstes oder was noch als nächstes dran ist. Also da kann ich nur sagen, das ist rein gefuscht. Also wer sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, hätte das wenigstens noch einigermaßen ordentlich hinbekommen. Ich weiß gar nicht, warum wurde das überhaupt so gemacht? Keine Ahnung. Also das sieht einfach nur Mist aus. Okay, wir lassen uns jetzt davon nicht stören. Ich gucke jetzt mal, wo ich mit meinem Kabel hier laufen kann. Das würde jetzt bedeuten, ich mache das hier mal so, mache so einen leichten Bogen hier drum und versuche mit meinem Kabel jetzt hier irgendwo durchzukommen, nach Möglichkeit. Noch ein Test. Das ist gar nicht so einfach. Also hier ist auch die Verkleidung ist auch kaputt. Und zwar die, so, hier habe ich mein Kabel. Diese Verkleidung ist komplett, hier ist alles weggebrochen, weil das wird normalerweise hier dran gehalten und verschraubt. Ja, mal gucken, was wir noch so zu erwarten haben. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall erstmal mein Kabel hier durch, so dass es auch seinen sauberen Weg findet hier. Na, da habe ich ja noch gut was zu tun. Oh Gott, ist das hier alles dämmerig. Selbst den Ausschlachten wäre der Roller eigentlich ja nicht mehr zu gebrauchen gewesen, ganz ehrlich gesagt. Weil das ist schon Müll. Das ist reiner Müll. Jetzt ziehe ich mein Kabel erstmal weiter, bevor ich mich hier noch mehr aufrege. So, das sieht schon mal recht gut aus. Jetzt muss ich noch eine Position finden, wo ich es auch mit einem Rabband festmache. Jetzt allerdings muss ich mit meinem Kabel hier oben durchlaufen. Das heißt, ich muss jetzt hier einmal hier einen Weg finden,
und dass ich mein Kabel jetzt hier durchführen kann und weiter sauber damit laufen kann. Das heißt, hier muss ich hier durch, wenigstens hier durch, dass das hier auch jetzt vernünftig verzäunt werden kann. Das heißt, ich ziehe mir das ein bisschen nach vorne. Raffband hält hier und hier ist auch noch so eine Klammer. Also der Roller wurde schon auseinandergenommen. Auf jeden Fall, das sieht man, dass da dran rumgespielt wurde. Hier ist nämlich alles gefuscht, sage ich jetzt mal mit lautem Denken. So, nun gehen wir eine Etage höher. Das würde jetzt bedeuten, hier ist eine Klammer, ich habe mein Kabel schon hier mit reingenommen und ziehe diese Klammer so erstmal hier rüber. Das würde reichen. Das heißt auch, wir können diese Klammer lösen. Das mache ich jetzt auch mal sauber und bringe, dazu muss ich mein Kabel mal ein bisschen drehen, so dass es auch ordentlich aussieht, und bringe jetzt hier mein Kabel mit unter. So, so sieht das doch schon mal recht ordentlich aus. Und wir gehen weiter damit. Das würde jetzt bedeuten, ich mache das wie bei den anderen. Ich gehe hier an der Seite lang von Öltank und wenn das dann hier so weit erledigt ist, jetzt so. Das Kabel verdreht sich hier immer ein bisschen, aber das soll nicht so schlimm sein. Jetzt mache ich dieses Stück hier natürlich nicht auf. Da kommt jetzt einfach mal wieder ein Raffband dran. So kann ich es auch immer wieder separat abmachen. Das würde jetzt bedeuten, hier kommt ein Raffband hin. Falls dann doch noch was dran sein sollte, kann ich jederzeit das separat abmachen. Jetzt verlaufen wir aber nach hier oben. Das heißt, ich nehme jetzt hier nochmal ein Raffband. Hier kann ich das, hier ist sogar noch ein Blech, okay. Naja, es lebt auch schon nicht mehr richtig. Aber ich nehme jetzt hier noch mal ein Raffband dran. Na, das sieht aus, als ob es gleich reißt. Ich setze hier noch mal ein neues drüber oder vor und mache das andere ab. Das sieht nämlich nach Reißen aus. So, das hier kann jetzt noch mal ab, weil das ist doch ein bisschen sehr dünn. Na, dann gleich das Ding auch ab. Und nächste Raffband. Hier liegt mein Kabel, das heißt, ich wollte hier auch eins drumrum ziehen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Und dann liegt das wenigstens alles schön sauber, parat. Gleich hier abknipsen, weg damit. So, das geht hier lang. Das darf jetzt, ja, theoretisch hätte ich das auch anders machen können. Ich hätte dahinter gehen können. Was ich auch machen werde. Also hier nochmal raus. Das Kabel ziehe ich mal hier drunter. So. Ein bisschen drehen. Und schiebe es jetzt hier durch. Ja, man muss ja auch erstmal gucken, in welche Richtung möchte man überhaupt. Das würde jetzt bedeuten, ich gehe hier und laufe mit meinem Originalkabel. Das heißt, ich kann das hier einmal verzorn. Das heißt, zack, so. Nein, brauche ich gar nicht so hoch. Gehe gleich an das Originalkabel,
gucke nochmal, liegt das ordentlich, stört es nicht und festziehen. Das würde jetzt bedeuten, ja, das machen wir auch mit Trabant. Also noch ein Stück weiter. Also ein Stück weiter und nochmal gerade drehen und hier kommt jetzt ein Trabant drumherum. Das sieht gut aus. So können wir es lassen. Ja, und wir sind am Ende, weil das Kabel dient als Standlicht. Standlicht für hinten. Also, das war's schon. Jetzt vielleicht noch ein Radband dann dran lang. Und das können wir jetzt erstmal so machen. Das mache ich dann aber zum Schluss, wenn es soweit fertig ist. Hier nur noch ab. Ab. Ja, und dann geht schnellstmöglich vorne weiter. Ja, CDI. Also da muss ich sagen, das ist blanker Fusch und noch schlechter. Schlechter hätte man schon gar nicht mehr machen können. Wer auch immer das war, also ich will da keinen angreifen, aber das ist ganz schlechter Fusch. Auf jeden Fall jetzt. Das Standlicht für hinten ist auch gezogen. Ihr denkt euch, warum? Warum macht er für hinten schon ein Standlicht? Der Motor ist doch hin oder zumindest nicht in Ordnung. Immer die Ruhe bewahren. Immer ganz ruhig bleiben. Ich weiß, was ich tue. Auf jeden Fall sind wir für heute schon mal so weit durch. Strom messen werden wir natürlich dann auch noch mal bei dem nächsten Video, sage ich mal so. Sonst noch irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Ich bin heute wunschlos glücklich und euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, tschüss.